Geschichte für Kinder aufzuarbeiten, ist keine einfache Sache. Es muss für die Kinder interessant und vor allem erlebbar sein. Im Museum Schloss Weißenfels wird dies auch 2017 umgesetzt. Ja, das ist meine Einstellung, dass wir Kinder mit kleinen Geschichten, Spiel und Spaß die Geschichte vermitteln. Denn der Spruch heißt ja, sag es mir und ich höre hin. Zeig es mir und ich vergesse es. Aber lass es mich tun und ich behalte es. Ich habe mir ein Schuhmärchen ausgedacht, um die Kinder mit viel Spiel und Spaß durch die Schuhausstellung zu führen. Weil ich doch selbst auch noch ein kleines Kind bin und möchte sehr gerne immer hübsche Schuhe anziehen, immer mit ein bisschen Spiel und Spaß Geschichte lernen. Natürlich können wir nicht ganz viele Märchenfiguren reinbringen, aber wunderbare Schuhe vorstellen. Doch bevor das Schuhmärchen umgesetzt wurde, kam von anderer Seite viel Zuspruch. Wir waren auf Locolino bei der Familienmesse in Göttingen mit Schuhkerzen, mit Schuhkostümen und haben erzählt, was es alles Wunderbares im Weißenfelser Schloss gibt. Die Leute waren begeistert, wir haben Schloss- und Schuhmärchen gespielt. Dazu gehört natürlich auch etwas Kostümierung. Jedes Kind schlüpfte in eine kleine Rolle. Auf jeden Fall Prinzessin Friederike, die in unserem Schloss gelebt hat. Die Schustersfrau, deren Namen wir nicht wissen. Eigentlich noch eine Köchin, eine Zauberin und natürlich eine Tänzerin, damit wir auch die Schuhe anprobieren können. Denn logischerweise dürfen wir keine Originale aus den Vitrinen die Kinder anprobieren lassen. Aber ein kleiner Trick, wir kaufen die Schuhe ein, Ballettschuhe, und schon können die Kinder etwas erleben. Im Märchen möchte die Prinzessin gern mehr über ferne Länder erfahren. Da das Reisen vor dem Verlegen von Bahngleisen sehr lange gedauert hatte, sollte die Tänzerin von fernen Ländern berichten. Im Museum sind die einzelnen Länder und Epochen zum Glück nur wenige Meter voneinander entfernt. Heute wurde nach Bali gereist, es wurde nach Nordamerika gereist, ins wunderbar heiße Ägypten und natürlich nach Deutschland, nach Weißenfels, da wo ja alle Leute hinkommen sollen, ins schöne Schloss. Auch wenn die Schuhmodelle ihre regionalen Besonderheiten haben, eins ist bei allen gleich. Die Handarbeit. Alle Länder stellen ihre Schuhe anders her. Das vermittelt ja auch die Schuhausstellung, damals wie heute. Für uns aber ganz wichtig die Handarbeit und wie sind die Menschen, die diese Schuhe getragen haben und wie benehmen sich die Kinder der Menschen, die diese Schuhe tragen. Mein Gefühl ist, so wie wir mit den Kindern umgehen, so gehen die Kinder mit uns um. Wie hat die Pädagogin die Kinder bei der Schuhmärchenpremiere erlebt? Wunderbar! Die Augen, Sie haben ja die Augen nicht gesehen mit Ihrer Kamera, aber die Kinder machen mit, die Kinder staunen. Es gibt auch die Momente, wo sie ganz leise werden, weil sie es noch nie gehört haben. Und das liebe ich. Denn sie sollen ja im Museum das erleben, was sie in der Schule und in der Freizeit draußen nicht erleben. Darum sollen sie ja zu uns kommen. Stellt sich die Frage, warum erst 2017 das Schuhmärchen das Licht der Welt erblickte. Das Schuhmärchen hat lange geschmort, weil zwischenzeitlich Grüne Pferde über dem weißen Himmel das Märchen entstanden ist. Dann haben wir das Schlossmärchen geschrieben und aufgeführt und ein Kinderbuch gemacht und auf der Buchmesse vorgestellt. Dann haben wir Händel spielt in Weißenfels als Theaterstück hier aufgeführt, haben es in Leipzig aufgeführt, in Göttingen. Das entsteht jetzt als Kinderbuch. Und jetzt kommt das Schuhmärchen. Immer, wie sagt man, ein Schritt nach dem anderen. Auch dieses Märchen soll es in Buchform als Kleinauflage geben. Ich bitte immer alle Gäste, malt mir was auf. Und die schönsten Bilder, nein, alle Bilder hängen wir in eine Galerie. Und Kinder entscheiden, was kommt in mein nächstes Kinderbuch. Und die dann reinkommen als Illustratoren, die gehen dann mit mir gemeinsam auf die Leipziger Buchmesse. Wir machen mit Jugendlichen gemeinsam dieses Buch. Und die werden dort vorgestellt und dürfen das Buch aus Weißenfels dann präsentieren. Wer nicht zu lange warten möchte, macht am besten einen Termin im Schlossmuseum und vereinbart eine Aufführung des Schuhmärchens. Also ich denke, das Schlossmärchen, im letzten Jahr hatte ich geplant 20, 30 Veranstaltungen. Ich bin bei 60 gelandet. 60 Veranstaltungen haben wir durchgeführt. Und ich möchte in diesem Jahr das Schuhmärchen auch so 30 Mal aufführen. Und natürlich, wenn die Lehrer, wenn die Eltern, wenn die Kinder Spaß dran haben, wird es immer weiter aufgeführt.